So, versprochen ist versprochen und herzlich willkommen zu diesem neuen Format. Ich habe gesagt, 2022 werden wir einige neue Sachen auf YouTube haben und dazu gehört unter anderem mein Quick-Check. Wie funktioniert der? Ihr könnt Aktien oder Märkte auswählen, die ich für euch in ganz kurzer Zeit mit einem ganz großen Überblick analysiere. Dauer ungefähr 5 bis 10 Minuten Maximum, also in wichtigsten Fakten zusammengefasst. Und wenn ihr daran interessiert seid, abonniert diesen Kanal auf jeden Fall. Und natürlich könnt ihr in der Kommentarfunktion mir vorschlagen, welche Aktien ich denn analysieren soll oder welche Märkte. Und ich suche mir dann nicht das aus, was die Mehrheit bestimmt, sondern was ich am interessantesten finde. Kann natürlich sein, dass das beides übereinstimmt. Und eine Aktie, die einfach super, super interessant ist im Moment, ist die BioNTech-Aktie. Sehr hoch gehypt, sehr hoch gelaufen und jetzt nahezu gerade im freien Fall. Und viele fragen sich, BioNTech halten, kaufen, nachkaufen, verkaufen, was soll ich machen? Nun, ich werde hier keine Anlageempfehlung geben, aber ich kann euch zumindest mal die wichtigsten Fakten dieser Aktie vorstellen und dann meine persönliche Meinung zu dem Wert eben euch auch mitteilen. Und genau das haben wir vor in diesem Quick-Check. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt heute auf die BioNTech und wollen mal gucken, ja, was passiert da, was geht da auf der BioNTech-Aktien. Ja, beginnen wir mal einfach. BioNTech, ich habe mal den letzten Preis der Aktie hier. Blaue Kurve geht ganz schön nach unten, die Aktie. Sehen wir, stürzt ab. Kann uns das Ganze auch noch ein bisschen größer machen. BioNTech-Aktie ist im freien Fall. Und wir sehen dann aber, ich habe mal Folgendes gemacht mit meinem kleinen Bloomberg. Ich habe hier ein News Research gemacht. Das heißt, wie häufig kommen verschiedene Worte in News vor? Und da haben wir mal analysiert, einmal das Wort endemisch und einmal das Wort boostern. Und wir sehen eigentlich ganz schön in Rot die Kurve boostern. Das ging extrem nach oben, insbesondere im Dezember nochmal. In allen Nachrichten stand das Wort ständig. Boostern, boostern, boostern. Ja, wurdest du fast verrückt. So viel Geboostere war da und man hat es schon fast in seinen normalen Wortschatz für andere Sachen mit übernommen. Und man hat einen ganz gut gesehen. Im Prinzip hat das sehr stark korreliert. Also je mehr von Boostern gesprochen wurde, umso begehrter war auch die Aktie und dann kam der steile Absturz und unten die Kurve. Die kleine, das ist das Wort endemisch. Das heißt, dass wir nicht mehr von einer Pandemie reden, sondern von der Endemie und im Prinzip damit Covid-19 normal wird und auch vorüber ist. Und wir sehen, das Wort findet sich immer wieder häufiger und auch das korreliert sehr, sehr stark. Und das heißt, irgendwie geht gerade die Luft aus der BioNTech raus und ja, was soll sie noch am Leben halten? Und das gucken wir uns jetzt an. Ich habe hier mal von euch letztendlich oder für euch die Analystenschätzung. Und als erstes gucke ich mal hier nicht auf die BioNTech, sondern auf Paxlovid, nämlich die Covid-Pille von Pfizer. Und seht ihr hier unten, da habe ich mal die Umsätze bzw. die geschätzten Erlöse mit diesem Medikament von Pfizer für die nächsten Jahre abgebildet. Und wir sehen eigentlich, ja, das wird in 2021 bzw. 2022 und 2023 für einen guten Umsatz sorgen. Danach wird das auch zurückgehen, aber das ist eben Teil der Endemie, dass es immer noch Covid geben wird, man aber dann entsprechend Medikamente hat. Pfizer wird damit Geld verdienen, nur die Frage ist, müssen wir uns dann noch ständig weiter boostern lassen, brauchen wir ständig neue Impfungen? Ja, und das sehen wir dann eben hier nochmal abgebildet. Wie gesagt, die Anzahl der Nachrichtenboostern geht zurück, der Aktienkurs geht zurück, die Fantasie geht raus. Und womit verdient denn eigentlich sonst die BioNTech ihr Geld? Ja, und wir haben mal uns die Umsatzprognosen für die nächsten Jahre im Mittelwert angeschaut von den Analysten, wie sie geschätzt werden. Und wir sehen ja nichts Gutes für den Aktionär. Ja, 2021 haben wir hier noch dicke, fette Zahlen stehen, ne? 17,342 Milliarden. Dann geht das runter auf 15 in 22, ist sicherlich immer noch gut. Ja, aber dann 23, 24, 25, ja, die Zahlen gehen deutlich nach unten. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer möchte eine Aktie in seinem Portfolio haben, wo
die Gewinne weniger werden und nicht mehr. Woher soll also die Fantasie kommen bei der BioNTech? Zumindest mal nicht von dem Covid-Medikament, also von der Covid-Impfung. Die habe ich jetzt in der obersten Spalte hier euch abgebildet. Und da sehen wir, beginnt mit dem Jahre 22. Ja, das geht natürlich runter, deutlich nach unten, also beginnt mit 21, aber 22 ungefähr gleiches Niveau wie 21. Naja, und dann wird es wahrscheinlich nur noch bestimmte Gruppen geben, die die Impfung brauchen, die regelmäßig aufgefrischt brauchen. Und deswegen auch hier der deutliche Rückgang in den verabreichten Dosen, also in den geschätzten Dosen, beziehungsweise dann in den Gewinnen, die man mit dieser und den Umsätzen, die man mit dieser Dosis macht. Und das ist der wesentliche Umsatztreiber, der fehlt. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, aber BioNTech hat dann noch viel mehr im Köcher. BioNTech hat mega mit der mRNA-Technologie einen Durchbruch geschafft und wird auch jetzt neue Medikamente auf den Markt bringen, Krebsmedikamente. Und auch die sind hier aufgeführt, ja. Die BNT-111 weiter bis BNT-116, ja, da haben wir hier im Prinzip ja verschiedene Krebsmedikamente gegen Schwarzmelanom, fortgeschrittenes Stadium, gegen Prostata, gegen Hals- und Nacken-Cancer und natürlich auch gegen Brustkrebs. Also wir sehen hier einige Medikamente, die da in der Pipeline sind und die dann auch für wieder zusätzliches Gewinnwachstum sorgen sollen, aber nicht in 22, nicht in 23. Und dann sehen wir so, 24, da kommen so dann die ersten Erlöse rein. Und ja, das kann dann vielleicht in 25, 26, also in wirklich weiter Ferne, kann das dann wieder Umsatzschub bringen. Und wenn wir uns angucken, die wesentlichen Fakten, dann sagen wir, Covid wird endemisch. Pfizers Paxlovid wird Impfmüdigkeit erzeugen, weil man das eben nicht mehr so braucht. Boostern wird nicht unendlich sein. Das war's, zumindest zum großen Teil. Und dann muss man sich auf die neuen Produkte von BioNTech verlassen. Und die habe ich euch hier in dieser Grafik dargestellt. Also wie gesagt, BNT 111 und so weiter vorne. Wir sehen das. Naja, und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, die sind noch gar nicht auf dem Markt. Ja, deswegen auch eben die Gewinne erst so viel später, in den späteren Jahren. Und wir sehen, ja, präklinische Phasen sind teilweise durch, Phase 1 läuft, aber wir haben nur ein einziges Medikament in Phase 2. Das ist eben ein Medikament, wo das Profit-Sharing dann noch mit Genentech zusammenläuft. Die anderen Medikamente, tja, die müssen irgendwie erstmal von der Phase 1 in die Phase 2 schaffen und dann irgendwann einen Umsatz bringen. Ich weiß, sie haben einige Fast-Track-Application laufen, das heißt, eine schnellere Zulassung der Medikamente, das heißt, die Phasen kann man schneller durchlaufen, aber wie gesagt, der Umsatzerfolg liegt erst weit in der Zukunft und jetzt haben wir ein Unternehmen, dessen Hauptgeschäftsmodell rückläufig ist, dessen neue Produkte in der Pipeline zwar da sind, das eine wahnsinns neue Technologie hat, die so neu auch nicht ist, seit 20 Jahren gibt es die, viele behaupten immer mRNA, weil es da was Unerforschtes ist. Nee, gibt es auch schon seit 20 Jahren. Wird eben sehr viel geforscht, hat man aber eben jetzt erstmals in ganz großen Massen eingesetzt und damit auch gute Erfahrungen letztendlich gemacht. Und das heißt, es wird ein Medikament der Zukunft werden. Es wird Überraschungen geben und insbesondere, wenn es dann das Medikament von einer in die andere Phase schafft, wird es Kurssprünge geben, aber das ist ferne Zukunft. Und die ferne Zukunft heißt, sollte ich mein Geld vielleicht nicht irgendwo anders haben. Und wenn wir uns das angucken, ja, dann sagen wir, teilweise noch in klinischer Phase die neuen Produkte, Gewinnsplit mit entwickelten, bei den entwickelten Unternehmen mit anderen Unternehmen zusammen und es dauert teilweise noch Jahre bis zur Marktreife. Das sind nicht so gute Nachrichten für den BioNTech-Aktionär. Und jetzt kommen wir zur technischen Seite, die ich natürlich auch mit analysieren möchte. Technische Seite zeigt, wie sieht denn der Chart aus? Und nachdem die Aktie tatsächlich dann Mai letzten Jahres begann zu explodieren oder eigentlich April letzten Jahres begann zu explodieren und dann richtig hochging bis 450 US-Dollar teilweise, ja, sind wir jetzt im freien Fall. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert damit? Und aus technischer Sicht sind wir im Downtrend. Und der Downtrend ist derzeit ungebrochen, hat sogar noch Momentum, hat dieses Momentum jetzt entfacht, weil eben, das sagte ich am Anfang, es sich ein bisschen verschiebt in den Gedanken der Leute. Und jetzt müssen wir gucken, technische Unterstützung, das sehen wir dann erst bei 120, 125 bis 100, so in diesem Bereich. Das heißt, da ist noch Luft nach unten. So,
das ist eben die technische Analyse. Und wenn wir alles zusammenfassen, haben wir Trend Down, Sentiment. Also die Stimmung bei den Anlegern ist aber immer noch positiv. Mein Kursziel, mein persönliches, ist es 120 bis 100. Und das könnt ihr dann für euch halten, wie ihr wollt. Ob ihr sagt, halte ich durch, kaufe ich dann dort oder ja, gehe vielleicht sogar die Aktie short, wenn man es ganz brutal macht. Ich denke, es ist kein Kandidat, auf den man short gehen sollte, weil eben auch immer mal wieder positive Überraschungen reintrudeln können und man eben auch nicht weiß, welcher Impfstoff als nächstes vielleicht noch benötigt wird und welche Anpassungen das sind. Aber aus Trader-Gesichtspunkten bin ich so in der Situation, dass ich sage, hey Leute, ich muss das Ding jetzt im Moment nicht im Portfolio haben, allerdings halte ich es für super attraktiv, weil ich die Technologie für sehr interessant habe und ich glaube, ich habe die Geduld hier zu warten, dass wir das Kursziel 120 triggern und dass wir dann hier einsteigen können. That's my plan. Ob der funktioniert, werden wir sehen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ja, und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann immer gerne wieder. Abonniert den Kanal, schlagt mir vor, welche Aktien ich analysieren soll. Der Quickcheck, den machen wir so regelmäßig alle 2 Wochen. Bis dann, bye bye, euer Birger.